So spricht der Herr, der Gott Israels. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. So spricht der Herr, der Gott Israels. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erkannt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, seinen Namen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihm uns verkündigt, der Eingeborene, der Gott ist, der Gott ist. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Kinder, hütet euch vor dem Abgrund. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammesverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißenen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, Gott über alles, Ewigkeit alles. Amen. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Ehe Abraham wurde, bin ich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch. Und du kennst mich nicht, Philippus. So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort.
Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte. Und außer mir ist keiner. Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Warum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden? Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Zuerst das, was ich euch auch sage. Zuerst das, was ich euch auch sage. Denn ich bin das Wort Gottes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das A und das O. Der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Der helle Morgenstern. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort war meine Speise, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Der Herr ist mein Fels und meine Burg, meine Retter. Gott ist mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild und Berg meines Heils, mein Schutz, meine Zuflucht, mein Heiland. Der Herr ist Richter über die Völker. Das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn kennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch im Sohn und dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen,